Ist das möglich? Ist das möglich, dass der Kamenjek tatsächlich auf einen Tesla wechselt? Wenn ja, warum? Warum gebe ich meinen geliebten Brabus weg, den ich erst so seit kurzem habe und über alles liebe und noch gerade erst für das geilste Elektroauto der Welt betitelt habe, und jetzt steige ich doch in einen Tesla ein? Ja, das hat seinen Grund. Und welchen Grund das hat, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Und das wird ein lustiges Video, wird ein aufschlussreiches Video, kann ich euch versprechen. Und es ist ein Video, wo ihr natürlich direkt wieder einen richtig guten Wink mit dem Zaunpfahl kriegt. Und zwar direkt, geht mal auf Evium, da haben wir nämlich ein geiles Leasing für euch klargemacht mit dem Smart Hashtag One. Und ich erwähne das jetzt natürlich in jedem Video so lange, bis wir das haben, weil das ist natürlich zeitlich begrenzt. Und da kommt ihr wirklich richtig günstig dran. Ist ein tolles Auto, habe ich ja gerade erst ein Video dazu gedroppt. Schaut euch das mal an, auch Kostenvergleichsrechner Tesla findet ihr da natürlich auch. Vor allem ist auf Evium das Gute, dass ihr über 8000 Elektroautos findet, von denen bei vielen keine Wartezeit dahinter steckt, weil sie schon beim Händler stehen. Wo ich jetzt stehe und was hier jetzt los ist, Verwirrung pur, Carmaniac im Tesla, das erfahrt ihr jetzt. Abonniert den Kanal, ich freue mich sehr darüber, und dann legen wir los. Herzlich willkommen bei Carmaniac. So, Leute, was ist da eigentlich los? Ja, hier hinter mir steht mein wunderschöner EQS 53 AMG-Brabus, den ich doch so sehr liebe, den mir ja der Ebert umgebaut hat, der hier, da stehen wir, und vielleicht könnt ihr jetzt schon zusammenreimen, wer mich wirklich verfolgt, was hier jetzt eigentlich passiert. Gebe ich den Wagen unerwartet zurück? Hat er irgendwelche technischen Probleme, Ausfall des Hochvoltsystems oder was ist da passiert? Nein, kann ich schon mal spoilern. Ich werde ihn auch nicht zurückbauen lassen von Ebert, weil er ist tatsächlich effizient für das, was er kann und für das, was er wiegt und so. Aber es ist mir eine Sache passiert, das habe ich schon im Community-Posting gezeigt und einige von euch haben sich darüber lustig gemacht, habe ich auch mitgeschmunzelt, wann kommt das in den ARD-Nachrichten, aber viele von euch, die Autoenthusiasten sind, können es nachvollziehen. Ich habe auf dem Weg nach Mailand, als ich für euch den Volvo EX30 gefilmt habe, weil die Fluglotsen gestreikt haben, nur deswegen sind wir gefahren, eigentlich wären wir geflogen, hat überhaupt nicht in den Zeitplan gepasst, aber wir sind gefahren, und ich habe den fettesten, ekelhaftesten Steinschlag meines Lebens abgekriegt, und das ist der hier. Ich habe ein Community-Posting darüber gemacht, ne? Zack, seht ihr das? Das ist also wirklich nicht schön und sieht in echt viel heftiger aus. Und hierhin ist auch direkt was geflogen, hier, und es sind wirklich unschöne, ich meine, mein Auto ist immer sauber, bis auf wenn es regnet. Ich habe es gerade jetzt vorgestern wieder komplett geputzt hier mit dem Queasy Carmaniac Insektenreiniger vorne, weil ich ja immer sehr viel Fliegendreck drauf habe. Alles weggemacht und immer schön sauberes Auto, ne? Felgen sauber, Auto sauber, aber jetzt hat es geregnet unterwegs, deswegen sieht man das jetzt nicht. Aber wenn der Wagen sauber ist, sieht das halt aus wie so ein Fliegenflatscher, den man nicht weggemacht hat. Und wenn man näher geht, sieht man das. Und das hat mich so sehr getriggert, das hat mich so wahnsinnig gestört. Viele von euch haben geschrieben, dies kann man machen, das kann man machen, jenes kann man machen, bis sich der Osan gemeldet hat. Das ist der, der im Umbauvideo auch drin ist, der ja diese Brabus-Sachen bei Ebert macht. Also wenn ihr einen Wagen, völlig egal, auch Verbrenner umbauen lassen wollt auf Brabus, landet ihr ja beim Osan. Und er hat gesagt, pass auf Chris, ich habe dein Posting gesehen, mach dir nicht ins Hemd, wir regeln das für dich. Komm halt einfach mit dem Auto vorbei, bin sowieso gerade auf dem Weg nach Frankfurt, also nie Schneiderfahrten, gebe jetzt hier das Auto ab und die werden mir das komplett wegmachen, im Sinne von, sie lackieren mir die Motorhaube neu. Jetzt könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, ob es euch das wert wäre. Ich muss aber auch hinzufügen, dass ich natürlich einen super Freundschaftspreis dafür kriege. Muss man auch ganz klar, transparent sagen. Also abgeschliffen, lackiert. Bei so einem neuen Lack ist das, denke ich mal, absolut kein Problem. Und auch so, wie sie sprühen. Und letzten Endes, selbst wenn man was sehen würde, sieht man es vielleicht nicht, weil, wenn man sich einen Lack so anguckt, die horizontale Fläche ist immer anders beleuchtet als die vertikale Fläche. Das heißt, selbst so, wo dieser Lack ja in einem Aufwasch beim Lackieren des Fahrzeugs aufgesprüht wurde im Original, sieht das jetzt da unten zum Beispiel feuerroter aus als das oben. Das wirkt wesentlich dunkler, und das seht ihr ja sicherlich auch über die Kamera. Also egal, wie man auf einen Lack drauf guckt, die Verhältnisse sind immer anders. Also man könnte immer sagen, hey, Moment, das ist aber blasser als das da vorne. Klar, weil da spiegelt sich der Asphalt. Hier spiegelt sich der weiße oder graue Himmel. Ist also immer anders, und selbst wenn es anders wäre am Ende des Liedes, würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht merken. Aber die sollen extrem krass sein, die Jungs beim Lackieren hier beim Ebert, die das machen, was sie ja schon diese Dinge gezeigt haben. Ne? Hier wurde er ja gemacht, so das, ne? Dass sie das hier lackiert haben. Das hier lackiert haben. Also die machen schon geile Arbeit, deswegen vertraue ich drauf und mache das, obwohl ich überhaupt kein Fan von Nachlackiererei bin. Dieses Mal mache ich es aber, und in der Zeit, wo er hier ist, habe ich mich entschieden, dass ich mal reinschnuppern möchte in die Welt des Tesla Model S Plaid, um zu wissen, ja, bereue ich das, weil letzten Endes preislich liegen die halt schon sehr weit auseinander. Und das Ding ist halt einfach in vielerlei Hinsicht einfach wirklich ein krasses Ding.
Und ich möchte halt wissen, ob das dann letzten Endes ein Fehler war oder nicht. Und möchte es mal ausführlich ausprobieren. Warte mal, ist das nicht dieser Kerl da, dieser unseriöse Internet-THG-Quotenbetrüger? Ach, Alex! Ist nicht der Vertreter vom Reinigungsset? Ja! Ja, nicht hallo, Vertreter, hallo. Vertreiber. Aber Vertreiber? Das ist, hi, der Außendienst, der. Servus. Freut mich. Dich wollte ich hier treffen. Ah. Ich habe Bock auf hier vielleicht so eine kleine Probereinigung. Und mal sehen, wie das aussieht. Ich habe das ein Auto, was vielleicht einen gewissen Reinigungsbedarf aufweist. Dein Auto. Ah, nicht zufällig dieses Tesla Model S Black. Ja, ja. Ah, doch, ja, was für ein Zufall. Ja, ja. Dein super. Auto hat auch ganz wilde Probleme wieder. Ja. Weil, naja, auf dem Niveau, ich glaube, bist auf meinem Lack. Hat nichts mit Schmutz zu tun. Ja, bei dir ist so viel Schmutz drauf, da sehen wir Steinschläge nicht. Das ist nicht. Der Trick. Aber, ja. Alex, mal was ganz anderes. Ich brauche unbedingt Geld. Ne? Du brauchst, ja, ja. Ich brauche unbedingt Geld und da kommst du mit der THG-Quote ins Spiel. Ich habe ja das beim letzten versäumt. Ich dachte auch, ich kriege viel schneller den hier, als ich ihn bestellt hatte. Jetzt aber ist er da und ich möchte gerne die THG-Quote bei euch beantragen. Carbonify, weil, nicht nur deswegen, weil du ein wirklich sehr guter Freund bist und einer der wenigen Menschen, denen ich wirklich so gut wie alles erzähle, sondern auch deswegen, weil ich nichts bewerbe, was Bullshit ist. Und ihr habt ja tatsächlich das transparenteste System, weil ja viele Hersteller, also Mitbewerber von euch, sagen bis zu und dann eine hohe Summe angeben. Bis zu 83 Euro. Und dann im nächsten Jahr, aber weil du automatisch reinhängst, weil du dich ein Kalenderjahr bindest, habe ich jetzt auch ein bisschen recherchiert, ist es so, dass du dann da im nächsten Kalenderjahr weniger kriegst, weil er halt weniger rauskommt. Genau, du sprichst mehrere Probleme an einem THG-Markt, wo viele Sachen ein bisschen aus dem Ufer gelaufen sind, weil eben da Startups auf den Markt gekommen sind, die versuchen, schnelle Markt zu bedienen auf dem Rücken von Elektroautofahrern. Einmal diese bis zu Angebote, hören sich dann toll an, bis zu 83 Euro. Dann kommt das böse Wachen, wenn du dann irgendwie nur 150, 200 Euro ausgezahlt bekommst, weil eben der Marktpreis sich sehr schlecht entwickelt hat. Und aber warum ist das bei euch nicht so im nächsten Jahr? Das ist jetzt schon in diesem Jahr so, dass wir haben immer einen fixen Preis. Geh auf unsere Webseite carbonify.de und du siehst, was du bekommst. Wir haben eben langfristige Deals abgeschlossen, wir haben uns gute Volumen zu guten Preisen gesichert und können jetzt einfach weit über Marktniveau auszahlen. Machen wir auch gerne, geben wir weiter an unsere Kunden. Und dann knebeln wir nicht unsere Kunden mit irgendwie tricky AGBs, dass sie dann ein, zwei, drei Jahre direkt bei uns bleiben müssen. Und dann im nächsten Jahr könnten wir dann sagen, ah, jetzt bist du noch bei uns unter Vertrag. Ich könnte ja davon profitieren, weil ich dich hier unten packe, wenn du mich über den Tisch ziehst. Aber das kann der Zuschauer ja nicht. Genau, also bei uns läuft das alles sauber ab, aus Überzeugung. Wir sind alles Elektromobilisten. Plus, man sieht mich die ganze Zeit im Supercharger. Wenn ich jetzt Leuten irgendeine scheiß Auszahlung machen würde, ich glaube, echt ein Problem, weißt du? Genau, deswegen könnt ihr euch darauf verlassen. Machen wir auch noch Fahrzeugschein, hole ich. Dann machen wir mal die Anmeldung in diesem Video. Dann sieht man das, wie schnell das geht. Oder wie zumindest du das behauptest, dass es schnell geht und es nicht tut. Ich muss jetzt noch mein Auto ausräumen und dann fahre ich dein Tesla Model S Plus, dass du mir tatsächlich für, jetzt haben wir gesagt, erstmal eine Woche überlässt. Bis du überzeugt bist, es gibt 1020 sehr gute Argumente, warum dieses Auto magst. Ich glaube, wir kriegen dich heute umgewickelt. Ja, glaube ich nicht. Aber ich bin ja super ehrlich. Ja? Also ich bin ja ein Mensch, der absolut die Vor- und Nachteile benennt. Also ich werde alles, was dieses Auto besser kann als meins, definitiv transparent benennen. Aber Tesla-Freaks, ihr müsst oder Tesla-Ranten damit leben, dass es halt auch einmal einfach Dinge gibt, die dieses Auto besser kann als dieses und andersrum. Nur lebt halt auch mit den Kontra-Argumenten, sag ich mal so. Ne? Gut, ich werde den jetzt mal eine Weile fahren, auch Kindergarten mit Celeste und so. Ne? Was hält sie von dem Auto? Wie ist der Verbrauch mit dem Auto? Teste ich mal aus, so eine Weile lang. Und du fährst dann mit was? Straßenbahn oder was kann man bei dir ich so? Ich würde auch sehr gerne mal in diesen EQS. Ja, aber der ist ja jetzt bei der Reparatur, Mann. Super Monster einsteigen. Also erstens, ja, wenn man deine Felgen anguckt, überlässt man dir keinen EQS. Ja, natürlich, da habe ich doch auch mal kurz auf der Autobahn. Ich will mal sehen, wie der sich anfühlt. Ne? Ich finde den wirklich schön. Ne? Ich bin ja überhaupt kein Hater von deinem Auto. Du bist ja auch niemand, der sagt, der Test ist per se schlecht. Du sagst halt insgesamt, das Gesamtangebot hier vom EQS ist überzeugend für dich. Verstehe ich auch. Trotzdem eine meine auch Preis-Leistung wahrscheinlich besser als deiner, muss man ehrlich sagen. Und du dem mal einfach gerade austrittst, das ist schon der Wahnsinn. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also genau deswegen und viele andere Dinge. Schauen wir einfach mal. Und genau, dann fahre ich jetzt mal den eine Weile und das werdet ihr halt alles in diesem Video hier sehen. Ich gebe den jetzt ab und dann geht's los mit uns beiden, weil dann werde ich den erstmal fahren und ich muss ja ein bisschen muss ich über Tesla herziehen und über dich. Anders geht's nicht in dem Video und dann schauen wir mal hier, ne? Einerseits, weil ich den Alex sehr mag und andererseits, weil es mir peinlich ist, in einem solch schmutzigen Auto rumzufahren, sind wir direkt, nachdem ich das Tesla Model S Plaid übernommen habe, an die Waschbox gefahren. Dort wollte ich das Fahrzeug von diesem unendlichen Schmutz befreien, aber ganz ehrlich, alles ist daran gescheitert. Putzmittel sowie auch eine Bürste, mit der ich vorne den Kotflügel geschrubbt habe. Trotzdem blieb dieses ganze Insektenzeug dran, weil das ist halt alles angetrocknet von seiner letzten Portugal-Reise, die vor keine Ahnung wie vielen Monaten war. Und der Typ wäscht halt sein Auto einfach nicht.
Immerhin eine Genugtuung hatte ich. Ich konnte ein kleines bisschen an seinem Innenraum machen mit meinem Queasy 3-in-1 Reinigungsschaum, was ihm dann natürlich sehr gut gefallen hat. Er hat das ja auch selbst von mir als Geschenk und ist selber sehr überzeugt davon. Aber draußen musste ich einfach kapitulieren. Da hat nur noch eines geholfen, nämlich eine professionelle Aufbereitung, die ich für ihn als Überraschung vorbereitet hatte. Bis dahin aber musste ich halt mit so einem schmutzigen Auto mit einem kaputten Frontsplitter herumfahren, den er geschrottet hat, weil das Auto ja keine Ultraschallsensoren und keine vordere Kamera hat. So hat er dann halt diesen Betonpoller nicht gesehen. Und damit es Alex nicht allzu einfach hat, wollte ich einfach mal auf richtig unangenehmer Kunde machen. So, du hast mich ja hier gezwungen, dass wir jetzt erstmal hier dein THG-Quotenprozedere durchmachen. Mein Lieber, wie viel ist hier mein Geld? Habe hier meinen Fahrzeugschein, ne? CK3110 hier, der Christopher Carazzoni. Adresse zeigen wir mal nie. Was soll ich jetzt machen? Ja gut, schau mal, genau so nicht, dann hast du schon die 300. Mach mal auf Anmelden, also Registrieren. Passwort vergeben. Mindestens 12 Zeichen, keine Leerzeichen. Mindestens 12, was seid ihr für Typen? Was sind wir für Sicherheitsfreaks, ne? Zwingen wir dich auf ein gutes Passwort. Wollt wieder Test 1, 2, 3 machen? Geht leider nicht. Das schaffst du, Chris. Ja, ich habe Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen. E-Mail-Verifizierung, so speichern. Bitte bestätige deine Anmeldung, E-Mail-Anmeldung. Jetzt muss ich ins E-Mail-Postfach. Boah, das sind mir schon die 300 Euro einfach gar nicht wert. Oder 400 Euro. Einmal E-Mail-Postfach aufmachen. So, bitte klicke auf der unten stehende. Ihr tut aber nie hier mein ganzes Konto ausräumen oder so. Oh, jetzt muss ich wieder Passwort. Ey, wolltest du mich eigentlich verarschen? So. Weiter. Jetzt habe ich halt Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, kann ich dir nicht sagen. Steht es in deinem Impressum? Macht alles immer wieder Francesco. Mach doch die Kamera aus. Das ist doch scheiße. Film doch die ganze Zeit. Leeren Dreck. Er überlegt sich, auf welches seiner 10 Firmenkonto er es macht. Das Problem ist, dass 9 sind so voll, dass da keine Beweisung mehr drauf geht. Jetzt muss er das Konto finden, wo noch ein bisschen Platz ist. Wie hier geht bei mir. So, das ist der komplizierteste Schrott überhaupt. Ich sitze seit einer Dreiviertelstunde dran. Jetzt wird gehatet. Von wegen in 2 Minuten fertig. So, weißt du, was ich meine? Ja, wenn man so viele Konten hat, dann ist das halt ein Problem. Ich habe wirklich noch niemanden beobachtet, der beim Geld geschenkt bekommen so viele negative Emotionen empfindet. Carbonify darf mich gerne über interessante Angebote nein. Ihr sagt so einen Klick, ich dachte, ich klicke so drauf, so wollen Sie die THG-Quote? Ja. Du Geld, ja. Hier. Wohin? Cash. Auf mein Konto. Cash von Alex jetzt hier, fertig. Bitte. So, und dann kommt jemand. Aber wirklich, um dich zu beruhigen, wenn du das Auto behältst, jetzt haben wir alle Daten, musst du nur noch beim Jahreswechsel auf einen Knopf drücken und sagen, ja, macht wieder und alle Daten haben wir schon. Wieder eingeben, muss man mich verarschen, natürlich. Ja, das Problem ist ja, dass du auch immer Autos wechselst, die Unterhosen. Von daher kann es sein, dass du 2024 wieder, keine Ahnung, den i7 fährst. Kann ich für den Plug-in-Hybriden, für den T7 auch die THG-Quote beantragen? Nein. Aber für den Smart meiner Frau. Auf wen zugelassen? Aber ganz ehrlich, also wenn es, dann muss ich auch wieder Adresse, Steuernummer, Steuer-ID. Warum ist? Nee, ist doch derselbe Account. Du musst nur einfach auf ein neues Fahrzeug hochladen. Achso, okay, das ist intuitiv. Das ist jetzt wirklich nur noch 2 Fotos machen. Okay, das ist gut. 2 Fotos noch? Fahrzeug. Und was muss man hier alles machen für 300 Euro? Tag 1 als Model S Plaid Tesla Rand. Mal schauen, was meine Tochter zu dem Auto sagt. Na, was ist denn das? Schau mal, du kennst doch die Marke. Guck mal hinten drauf. Du hast früher diese Marke gekannt. Mit dem T. Tesla. Wie findest du den? Für wen ist der? Von wem meinst du? Für wen denn? Ja, für mich. Das ist ein neues Auto. Nein, das ist das vom Alex Bangula. Komm. Oh. Sitz den Ei. Hilfst du mir her da? Sitz den Ei. Genau, ich durfte mir das ausleihen. Cool. Jetzt beruhige dich mal. Oha. Aber zieh mal den Gurt so rüber. Cool ist es hier. Schau mal, hier hast du auch ein Bildschirm wie ein Papas. Auto, YouTube. Cool. Funktioniert nur ein bisschen schneller hier. Und besser. Ein bisschen schon, ja. Weil das hat eine App, eine YouTube-App. Mein Auto hat keine YouTube-App. Doc McStuffins willst du gucken. Okay, das ja, müsste auch
genau bis zum Kindergarten reichen. Werbung natürlich. Aber warum hört man denn jetzt nichts? Weiß nicht. Ich mach mal vorne gleich lauter. Ich weiß nicht, wie man das hier macht, aber ich probiere es jetzt mal. Jetzt ist es ausgegangen. Das ist ja so ein Müll. Es ist ausgegangen, weil ich die Tür zugemacht habe. Die Suche gespeichert hat er natürlich auch nicht. Wo ist denn das D? Das ist richtig praktisch so für mich zu tippen mit umgedrehter Wirbelsäule. Ist das das D? Doc McStuffins. Bei Softclaws möchte ich mich hier nicht aufregen beim Mercedes, weil er hat auch keins. Das mit der YouTube-App ist wirklich richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine Schande, dass die Deutschen das nicht können. Eine Sache allerdings, die mich tierisch nervt, schaut mal meine Garage. Ich habe ja vorne die Wand und ich fahre schon gern komplett an die Wand. Oder halt auch allgemein, ne? Wenn man hier so guckt zum Beispiel, ne? Diese fehlenden Ultraschallsensoren, das ist wirklich madig. Ne? Also für Leute, die halt irgendwie eng fahren oder sowas oder enge Ausfahrten haben, Einfahrten haben, solches Zeug, da ist das halt schon Gold wert, wenn man sowas hat. Und der hat das halt einfach nicht beim Parken. Also das ist eigentlich schon ein Grund, das Auto nicht zu kaufen, weil wer dermaßen an etwas spart, weil es immer heißt ja so Preis-Leistungs-Verhältnis ist günstiger und so, ja, aber also wirklich, wer an der Park-Distance-Control spart, an Ultraschallsensoren, der gehört einfach nur gestraft, indem sein Produkt nicht gekauft wird. Und dann kannst du das Produkt kaufen, wenn das wieder einbaut, weil das ist ein No-Go. Von wie vielen Tesla-Fahrern höre ich, dass sie die Felgen gradiert haben, die Stoßstange angedünstelt haben, weil sie halt eben nicht ohne Ultraschallsensoren das nicht können. Bei so großen Autos auch. Celeste, wie findest du dieses Lenkrad? Sehr, sehr schön. Siehst du, dass das nicht rund ist? Findest du das cool? Ja, sehr. Natürlich, du musst ja auch nicht damit fahren. Ich finde halt, die Sitze, die sind schon wirklich massiv besser geworden. Die sehen viel, viel besser aus, sind super weich. Die Sitzbelüftung ist einfach ein Traum. Also von dieser Sitzlüftungsintensität träume ich im Mercedes. Das kann der nicht so. Und die sehen wirklich gut aus, die Naht, die Perforation und auch allgemein einfach die ganze Form von diesem Sitz ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn du es anfasst, es ist eines der wenigen solchen künstlichen Leder, die wirklich sich komplett fast anfühlen wie richtiges Leder. Nicht ganz, aber fast. Hört ihr das? Vielleicht hört man das ja. Ich nehme jetzt mal extra nicht über das externe Mikrofon auf. Hinten auch eine Präferenzsache. Viele werden das abwinken. Ich glaube, ich bin falsch manchmal in dieser Community als Enthusiast. Hör mal, ich fahre jetzt mal über Bodenwellen. Moment. Hört ihr das? Dieses Knarze von der Sitzeinheit hinten. Ich werde wahnsinnig von sowas. Das ist für mich immer so ein Geklapper. Ein unsouveränes Verhalten für ein neues Auto. Oder für ein Auto dieser Klasse, nicht für ein neues Auto. Grauenvoll. Grauenvoll. Also damit wir mal wegen diesem Geknarze hier keine ungerechtfertigte Publicity machen. Ja, du kannst das nicht ausmerzen, weil dieses Element hier einfach wackelt beim Fahren, dieses Element, und es knarzt ungemein. So, ich möchte ja immer vermeiden, dass das so aussieht wie so eine Ansammlung von Hate gegen die Marke, überhaupt nicht. Ne? Ich hab mich auch entschieden, dieses Auto zu fahren, weil ich Bock drauf habe. Aber wenn die Anhänger einer Marke, ich sage bewusst nicht Fahrer, weil die lerne ich immer ganz nett kennen, die Anhänger einer Marke, die wahrscheinlich die Marke gar nicht fahren, so sehr immer erzählen, wie toll die Marke ist und dass man ja für viel weniger Geld diese Marke kriegt, sage ich,
Tja, unter diesen Umständen gebe ich aber gerne Geld, mehr Geld aus, habe dann aber all diese Dinge nicht, die mir einfach maßlos auf den Sack gehen. Ganz ehrlich, also bei einem 140.000 Euro Auto, das bei jeder Bodenwelle, das da hinten so knarzt und klappert, ich werde wahnsinnig von sowas. Sorry, also das ist eine Akustiksache. Ich fahre auch oft ohne Radio. Wir reden ja immer darüber, ach, ist das toll, so leise zu fahren. Ja, dann hörst du das aber auch. Und das hast du halt bei einem Mercedes nicht. Punkt aus. Ist qualitativ nicht perfekt. Da habe ich ja schon die Sachen gesagt. Aber so Geräusche und Unsouveränität, das wirst du dem Deutschen nicht nachsagen können. Und das ist das, worauf ein Premium-Kunde Wert legt. Auch einer, der 140.000 Euro ausgibt. Ich kenne kaum einen, der das ausgibt, außer den Alex, dem das so vollkommen Wumpe ist, dass der Wagen halt verdreckt ist. Hat gerade meine Tochter angemerkt, schau mal, wie schmutzig der Sitz ist, Papa. So, ne? Wagen verdreckt, zerdullt, kein Problem, macht Geräusche, ach, kein Problem. Es bringt mich von A nach B. Diese Einstellung haben die meisten nicht, die so viel Geld da lassen. So, und das ist eine Sache, die mich einfach grenzenlos nervt. Klar, diese YouTube-App, die ist schon wirklich cool, aber ich finde, so eine App und 1020 PS reichen mir nicht aus, um all das wieder gut zu machen oder wettzumachen, was hier halt einfach durch die Bank fehlt. Angefangen beim städtischen Fahren, wenn ich zu Hause bei mir in die Garage reinfahre, Ultraschallsensoren. Also wo sind wir denn? Ultraschallsensoren. Wirklich, das grenzt schon fast an eine Provokation, sowas wegzulassen. Das ist so nach dem Motto, hey, du bist mir eigentlich scheißegal, kauf's halt einfach und ich weiß, dass du es sowieso tust. Pure Arroganz aus einer Geldsparmaßnahme heraus. Nachdem ich ja ein bisschen über die Knarzerei und so geklagt habe, muss ich schon mal ein fettes, fettes Lob aussprechen. Auf dem Weg zum Termin, schaut mal oben, aktueller Trip, 9 Kilometer. Seit 20 Minuten fahren wir 15,2 Kilowattstunden mit dem stärksten und schnellsten Auto der Welt. Das ist halt echt ein Wort. Benzinäquivalent, knapp über einem Liter. Kostenpunkt, wenn du zu Hause an der, also wenn ich jetzt mal an meiner Keba Wallbox lade, für 32 Cent die Kilowattstunde bist du bei 4,50 Euro 100 Kilometer Preis, bei städtischem Verkehr wohlgemerkt, wo du die ganze Zeit das hier hast. Stop and go mit 1020 PS, 15,2 Kilowattstunden, das ist sensationell. Letzter Tag vor der Rückgabe an Alex. Und was war das, womit ich mich revanchieren wollte? Dass sein Auto so aussieht, wie es zuletzt bei der Auslieferung aussah. Diese Dutzer, da kann man natürlich nichts machen, so wie der Typ fährt, das ist halt leider so. Aber sonst, hä? Gerade aufbereiten lassen, schau dir das mal an, die Felgen, schau dir das mal an, da kannst du von essen. Ne? Hier, der ganze angetrocknete Dreck, bis auf das, das ist ein Schaden, den du hast. Hier sieht man das auch, na, da bist du irgendwo mal wieder dagegen gefahren, aber sonst, wow, schau dir das mal an, die hintere Felge, schau dir mal den Kofferraum an, schau dir mal das Auto von hinten an, wie es aussieht, Baby. Hä? Schau mal, wie sauber das ist, schau mal. Ich meine, ihr habt es vorher gesehen, wie es aussah. Bam. Hab den Teppich, da waren eingetrocknete Flecken, von denen ich nicht wissen will, was das war. Mit dem Queasy Car Maniac 3-in-1 Reiniger weggemacht, aber mit deinem, den du im Auto hattest, damit ich meins nicht verbrauche. Ne? Hier, alles wieder sauber. Ah, hier kannst du alles wieder anfassen. Schau dir das mal an, tippitoppi. Hm? Na, schau mal hier. Na, schauen wir mal hier, Baby. Oh yeah, schau mal. Fußraum. Sieht nicht mehr aus, als hätten hier 200 Schafe übernachtet. Schau dir das mal an, Verfärbungen von den Sitzen weg. Mittelkonsole, picobello, 13 Kilo Staub weg vom Dash. So sieht's aus. Keine Fußabdrücke oder Fußtritte mehr hier an der Tür hier so, ne? Vom Aus- und Einsteigen. Wow. Schau mal hier hinten. Sieht auch nicht mehr aus, als wäre hier hätte hier eine Schafsorgie stattgefunden. Hm? Was sagst du dazu, mein Lieber? Das habe ich für ihn gemacht. Einfach als Überraschung, weil er so ein toller Freund ist und weil dieses Auto nicht mehr anguckbar war. Aber ist doch tipptopp, oder? Was sagt ihr? Hm? Sieht doch herrlich aus. Herrlich sieht das aus. Hm? Endlich mal wieder so fährt sich das ganz anders, so ein Auto. Also, diese Power in diesem Auto macht dich einfach vollkommen atemlos. Ich weiß nicht, wie man physikalisch so eine Beschleunigung umsetzen kann, wie man sowas macht. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann, dass ein Auto derart beschleunigt und dass die Reifen nicht permanent durchdrehen und dass das immer wieder geht und auch obenrum diese Beschleunigung. Wenn du, also es ist einfach so, das ist fast schon
Ich weiß es nicht. So wie bei den Kampfjet-Piloten, diese Trainings, die du machen musst, damit dein Körper das überhaupt mitmacht. Das ist dermaßen verblüffend, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Und es ist echt auch verblüffend, dass du für dieses Geld wirklich das kriegst, was du halt, wofür du normalerweise 1 Million Euro bei einem Bugatti Chiron zahlen musst. Beziehungsweise beim Bugatti zahlst du 3 Millionen Euro dafür. Und der ist auch nicht wirklich schneller. Klar, ganz andere Hausnummer, so vom Status und innen und alles. Aber von der Power her, dass das möglich ist für das Geld, das haut mich echt vom Hocker. Das ist sowas von, und dir kommt alles andere dermaßen unsagbar lahm vor. Also, völlig egal, ob EQS oder ob Porsche Taycan, obwohl die schon wirklich schnell sind. Aber das ist dermaßen eine andere Liga, dass ich Angst habe, dass wenn ich mich wieder in mein Auto setze, ich mich frage, Alter, was ist denn da kaputt? Das ist wirklich absolut faszinierend. Und es ist nicht so, dass er vortemperieren muss und la la, sondern nein, du machst einfach an. Also du bist einfach in Modus, kannst ja auf Beschleunigung immer auf Plätt stellen, dass wenn du durchlatscht, immer dieser Plätt-Modus da ist und dann... Puff. Also das ist brutal, das habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich unglaublich. Ab geht's ins Bett. So. Auf die Lobenliste kommt die Ladeleistung bei 29%. Wir sind hier gerade in Leonberg. Zischt er sich 250 kW, das ist schon wirklich fett. Ne? Das ist schon wirklich fett. Und die Supercharger-Preise sind halt einfach momentan wirklich mega. Das merkst du dann, ob die Tesla-Fahrer momentan eben an anderen Anbietern laden oder wieder am Supercharger. Und die laden jetzt wieder alle vermehrt am Supercharger. Was hast du hier gesehen? Du hast es mir doch das letzte Mal gesagt, irgendwie so 29 Cent, 27, 35 Cent, irgendwie sowas. Ist schon heftig, ne? Schade, dass er das jetzt hier nicht anzeigt irgendwie. Aber das ist schon geil, ne? Das ist schon geil. Obenrum wird die Ladeleistung dann so ein bisschen mau und passt sich so EQS und i7 und Co. an. Aber obenrum diese 250 kW, die sind schon fett, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, allzu viel weiter als bis 60% zu laden. Ne? Aber es ist schon toll, ne? Was haben wir denn jetzt verbraucht? Hoffentlich zeigt das mir noch an. Auf dem Weg hierher 22,3 Kilowattstunden. Wir sind 210 Kilometer gefahren. Hier sehen wir es oben auch. Also 234 Kilometer in 2 Stunden. Also 120er Durchschnittsgeschwindigkeit mit 22,3 Kilowattstunden. Das ist super Verbrauch. Mega. Also wirklich. Also ist schon eine tolle Sache. Aber fahrkomfortmäßig vermisse ich doch schon wirklich den Mercedes. Einfach wegen des Autopiloten. Ich meine gar nicht Luftfederung und sowas, sondern halt einfach, schau mal, was er auch hier diesen Kratzer gemacht hat. Mein Gott. Also der Autopilot, der bei 160, 170, wenn man mal ein bisschen schneller fährt, kam auch ein anderer Tesla, ein Model 3, ist schon eine geile Sache, wenn man das kann, und wenn man das halt nicht kann, ist es umso ärgerlicher. Schaut aber echt dicker aus, der Wagen, also bis auf die Felgen. Ist wirklich ein sehr schönes, zeitloses Design. Jetzt geht's für uns dorthin, Käffchen hole und dann geht's weiter. Wir hätten die Strecke, also ich bin, ich habe mal den Dings ausgeschaltet, das ist auch so eine Sache, den Sentry Mode, also den Überwachungsmodus ausgeschaltet, weil er mir nachts teilweise so 4-5% einfach weggezogen hat. Das ist grün klar. Und ich habe das ausgeschaltet. Heute Morgen bin ich los mit 88%. Wir haben meine Tochter zum Kindergarten gefahren, sind direkt vom Kindergarten los und haben es jetzt bis nach Leonberg geschafft und hatten noch 27% Akku. Und sind losgefahren mit 87%. Also wir hätten locker München-Weinheim geschafft, ohne zu laden, wenn wir voll losgefahren wären. Und wenn du zwischendrin halt nicht immer wieder mal 180, 190 fährst, ist das ohne Probleme möglich. Selbst wenn du 150 fährst. Also im Rahmen des noch vorhandenen Tempomaten sozusagen. Was ja eigentlich auch ganz gut ist, aber der Lenkassistent fehlt mir dann trotzdem. Im Gegensatz zu einem anderen modernen Auto. So Freunde, das waren jetzt die ersten Erfahrungswerte mit dem Tesla Model S Plaid. Für euch, für mich. Ist sozusagen die Zeit schon beendet mit dem Wagen. Ich habe meinen wieder zurück, habe ihn von Ebert wieder abgeholt. Habe jetzt zwar Fliegenschiss drauf, aber die unschöne Stelle ist weg. Komplett neu gemacht, ein Traum, keine Lackeinschlüsse, gar nichts. Also wieder mal Wahnsinnsarbeit. Ja, ich habe gebübbert, als ich den Wagen wieder abgeholt habe, weil so Nachlackieren ist nicht so mein Ding, aber es wurde komplett lackiert und sieht einfach aus wie neu. Keine Farbunterschiede, kein gar nichts, das ist schon ein Traum. Also der Lackierer hat echt ein Händchen. Und ja, ob ich jetzt froh bin, wieder in diesem Auto zu sitzen oder ob ich sage, hey, das Tesla Model S Plaid wäre vielleicht doch die richtige Lösung gewesen, das seht ihr im nächsten Video. Ich möchte eine kleine Zusammenfassung dessen machen, was mir an dem Auto aufgefallen ist,
negativ sowie positiv und vor allem auch in der Positionierung gegen deutsche Marken, weil es ja immer heißt, hey, Tesla, Preis-Leistungs-Verhältnis hätte man ja gleich zwei Autos für das Geld kriegen können und. Ist schon, glaube ich, eine ganz interessante Thematik, auf die ich dann, wie gesagt, im separaten Video als Fazit mit meiner Zeit mit dem Tesla Model S Plaid eingehen möchte. Ich hatte es nicht sehr lange, aber ich hatte es intensiv, sodass ich sehr viel damit gemacht habe und glaube, eine sehr gute Meinung darüber abgeben zu können. In diesem Sinne, dauert nicht lang, Video kommt bald. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Schaut vorbei auf Evium, wo wir ein Smart Leasing momentan haben, ein besonders attraktives. Des Weiteren findet ihr natürlich Autos von Ebert, auch wenn ihr wollt. Vergesst nicht, Carbonify auszuchecken, wenn ihr die maximal transparente THG-Quote haben möchtet von Alex und seiner Firma, wo ihr nicht irgendwie in irgendeinem Loop gefangen seid. Und genau, auf Evium, wie gesagt, findet ihr die Autos, habe ich schon gesagt. Alles andere unten in der Beschreibungsbox, schaut einfach rein. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Mal wieder, das ziemlich bald kommt. Momentan feuere ich ordentlich raus. Also schön, dass ihr wieder mit dabei wart.